Wir kommen damit zur vierten Frage. Auch die sind ja heute Morgen in den Vorträgen schon mehrfach angesprochen worden. Die Landwirte brauchen Unterstützung bei der Frage der Umsetzung von Biodiversitätsmaßnahmen. Und Ihre Arbeitsgruppe, Herr Maurer, hat sich damit befasst, welche Unterstützung denn die Landwirte bekommen und in welcher Form die denn ausfällt. Aber zuerst mal, Herr Maurer, auch an Sie die Frage, welche Region vertreten Sie? Was haben Sie für einen Betrieb? Also ich komme aus einer Region, die ich zu den schönsten Deutschlands zähle, sonst würde ich hier nicht wohnen. Das ist Baden-Württemberg, ist Hohenlohe. Für mich einer wirklich der schönsten Orte der Welt, weil wir haben hier alles, was wir brauchen. Wir haben Weltmarktführer, wir haben Landwirtschaft, wir haben Weinbau, wir haben Milchviehbetriebe, Schweinehalter, Putenhalter. Es ist das ganze Portfolio vertreten und von daher lohnt es sich hier zu leben. Nur der Vollständigkeit halber, das gilt für Ihre drei Vorgänger vermutlich auch. Aber man muss überzeugend klingen. Ja. Zudem bin ich Jäger. Ich bin einer der Franz-Demonstrationsbetriebe, der einzige in Baden-Württemberg. Ich tue dies auch sehr gerne, was heute ein sehr guter Gang ist eigentlich, dass man nicht nur über die Landwirtschaft redet, sondern dass man jetzt bereit ist, auch mit den Landwirten zu reden. Und das finde ich sehr, sehr positiv. Herzlichen Dank hierfür, dass alle, die hier im Raum sind, dieses Interesse verfolgen, mit den Landwirten zu reden und nicht nur über die Landwirte und über die Landwirtschaft. Herzlichen Dank. Ihre Frage war, zu erarbeiten, wer denn die Landwirte bei Biodiversitätsmaßnahmen unterstützt. Was ist da bei dieser Frage als Ergebnis rausgekommen? Also die Frage ist ja zweigeteilt. Unterstützung für die Umsetzung und in welcher Form? Wer könnte uns unterstützen? Da sind wir zum Ergebnis gekommen, die Offizialberatung könnte das tun. Egal ob jetzt in Bund, Länder oder auch in Regierungspräsidiumsform oder die Kammern oder die Ämter. Bei uns in Baden-Württemberg sind es die Ämter, die hier beratend tätig sind. Dann wäre auch eine Form der Unterstützung die Eigeninitiative. Es gibt Betriebe, die immer vorangehen und was Neues, Innovatives ausprobieren und dann sogenannt fungieren als Leuchtturmbetriebe, die dann Multiplikatoren sind nach außen hin, die dann sagen, das ist gut, was ich mache, das kannst du, Nachbar, Kollege, Berufskollege, das kannst du genauso probieren. Nach dem Vorbild eines Franz-Betriebes zum Beispiel. Ja, genau. Es gibt für dich keinen Nachteil, wenn du hier tätig wirst. Versuch es doch einfach mal. Versuch es mal im Kleinen, dann kannst du dich hier herantasten. Wenn es gut für deinen Betrieb ist, machst du es und wenn es nicht gut ist, lässt du es sein. Dann weiter können uns unterstützen die Verbände, Pflegeverbände, Imker, Jäger und Bauern. Hier, denke ich, werden die ganzen Bauernverbände, egal ob auf Bundesebene, Länderebene oder Kreisebene, sehr gefragt. Was für mich auch sehr wichtig ist, sind die Imker und die Jäger, die auch sehr nahe an der Natur dran sind. Die Industrie könnte ihren Beitrag dazu leisten, wo sie ja auch schon signalisiert hat, bereit dazu zu sein. Und dann kommen wir zu der Frage, was soll unterstützt werden? Lassen Sie mich vielleicht noch mal kurz dazwischen. Sie haben ja gesagt, wer könnte uns unterstützen? Haben Sie auch darüber diskutiert, wie gut denn diese Unterstützung in diesen drei Punkten, die Sie da identifiziert haben, schon heute ist? Wo gibt es gute Ansätze? Wo gibt es eher noch ausbaufähige Möglichkeiten? Ist darüber besprochen worden? Ja, ist mit Sicherheit auch gesprochen worden. Ich kann jetzt ein Beispiel bei uns vom Kreis nennen. Wir haben hier eine Offizialberatung auf Kreisebene, die Biodiversität mitfördert und die auch auf Kreisebene dies umsetzt und praktiziert. Von daher ist bei uns das Amt schon sehr, sehr aktiv. Was auch immer wieder vorangetrieben wird, sind die Eigeninitiativen, jetzt nicht nur als Franz-Betrieb, sondern es gibt wirklich Landwirte, die hier vorangehen, die beispielhaft versuchen, hier Modelle zu entwickeln. Und von daher denke ich, sind wir gut aufgestellt. Ferner haben wir auch sehr gute Unterstützung von Verbänden, egal ob das jetzt Naturschutzverbände, Bauernverbände, Jäger oder sonstige sind. Also ich denke, das Zusammenspiel funktioniert schon. In welcher Form kann man das denn eigentlich fördern? Damit, das ist ja durchaus sicherlich mal etwas intensiver, mal etwas weniger intensiv, je nachdem in welcher Region und welche Treiber man gerade hat. Gibt es da Möglichkeiten, das auch anzuschieben, stärker in die Gänge zu bringen, wo es nicht so gut läuft?
Ja, da muss man gesellschaftspolitisch dann diskutieren und sagen, Mensch, hier in eurer Region, ihr könntet doch auch irgendwelche Ausgleichsmaßnahmen mal auf die Wege bringen. Versucht es doch einfach mal. Versucht doch einfach mal über die Kommune oder über den Kreis irgendwelche Projekte anzustoßen. Weil gute Projekte kommen meistens von der Basis, von unten heraus. Und da, denke ich, ist es wichtig, dass die Landwirte bereit sind, neue Wege zu gehen. Okay. Dann haben Sie im zweiten Teil ja intensiv darüber diskutiert, was unterstützt werden soll. Was ist dabei rausgekommen? Da war einer der wichtigsten Punkte, Biodiversität in die Ausbildung zu bringen. Es fängt mit der Lehre zum Landwirt über die Hochschulen, über sämtliche Bildungseinrichtungen. Ja, vielleicht muss man auch sogar sagen, es fängt schon in der Grundschule oder im Kindergarten an, Bildung hier reinzutragen, was Biodiversität betrifft. Und dann ist es auch sehr wichtig, in den Expertendialog vor Ort mit der Wissenschaft und der Behörde einzusteigen. Unter Expertendialog verstehe ich auch die praktische Seite, weil die theoretische Seite kann ohne die Praktiker nicht leben. Das ist die Grundlage hierfür, für jedes Tun in der Landwirtschaft. Da ist aber noch ein bisschen Arbeit zu leisten. Da müsste man ja auch die Ausbildungsverordnungen anpacken, müsste diese Lehrinhalte dann dort ja auch verankern, damit das sichergestellt ist. Und zwar nicht nur bei den fachbezogenen Ausbildungssträngen, sondern auch in der allgemeinen Schulordnung, so wie ich das verstehe, oder? Ja, da denke ich, ist ein sehr großes Defizit in der allgemeinen Schulausbildung. Das wurde die letzten Jahre sträflich vernachlässigt. Ich drücke es jetzt mal ein bisschen extrem aus, aber das ist so. Die Lehrer heutzutage sind bereit, Wissen aufzunehmen, aber es wird sehr, sehr einseitig gespeist und hier muss man wirklich ansetzen und muss auch wieder die Landwirtschaft und die Biodiversität in den Fokus rücken. Ist die Politik, sind die Verbände, die Behörden auch hinreichend bereit, mit den Landwirten in den Expertendialog einzutreten? Ich denke, das sehen wir ja heute an der Veranstaltung, die wir hier haben, dass das schon der Fall sein kann und auch sein wird in Zukunft, weil es geht nur gemeinsam. Alleine können die Landwirte nicht und können auch die anderen Verbände und die Industrie und auch die Naturschutzverbände den Weg nicht beschreiten. Wir müssen zusammenspielen. Zweiter Punkt, den Sie herausgearbeitet haben, war die Frage der Rechtssicherheit. Was verbirgt sich dahinter? Ja, das wurde ja heute schon angesprochen. Wenn man Blühstreifen ansät und die eine gewisse Breite überschreitet, dann wird man schon sanktioniert. Das kann eigentlich in Zukunft nicht mehr der Fall sein. Wenn man Biodiversitätsmaßnahmen auf den Weg bringt und neu ist in diesem Geschäft, dann möchte man ja doch keine Fehler machen. Und wenn man unbewusst einen Fehler macht, wenn die Breite geringfügig überschritten wird, die mit Nulltoleranz wurde heute schon angesprochen, dann kann es nicht sein, dass keine Rechtssicherheit mehr besteht. Als Beispiel. Haben Sie das Gefühl, dass die Ermessensspielräume überhaupt da sind? Oder dann, wenn sie da sind, genutzt werden? Wie kommt das bei den Praktikern im Moment an? Also ich denke, dass in der Praxis draußen vielfach die Meinung herrscht, dass die Ermessensspielräume zu eng definiert sind, dass die aufgeweitet werden müssen, dass sie praxistauglich gemacht werden sollen, dass die Ermessensspielräume einfach bei den Kontrolleuren gegeben werden müssen von der politischen Seite her aus, dass da einfach ein bisschen mehr Luft reinkommt. Und dann gab es noch einen dritten Punkt, der sich dann eher an die Beratung richtet. Was verbirgt sich dahinter? Ja, da haben wir die Ökologie und die Ökonomie für die Betriebsoptimierung herangezogen. Und hier, finde ich, gehört nicht nur die Offizialberatung dazu, sondern es gehören auch die freien Berater, ob das jetzt Industrie oder auch Naturschutz und so weiter ist, die gehören hier alle ins Boot und müssen hier die Ökologie und die Ökonomie beleuchten, beratend tätig sein. Es kann von Region zu Region in Deutschland unterschiedlich ausgelegt werden, aber hier muss man einfach die einzelbetrieblichen Aspekte mit einbeziehen. Steckt dahinter der Eindruck, dass da bislang zu stark in Richtung Ökonomie beraten wurde? Kann ich jetzt so nicht beurteilen. Ich finde, die Ökologie ist wird jetzt erst durch die Biodiversität mehr in den Fokus gerückt, aber die Ökonomie kann ich so jetzt nicht beurteilen. Aber es geht Ihnen hier um eine ganzheitliche Beratung, die dahinter steht. Genau, ja. Okay, ich glaube, das sind große Aufgaben, insbesondere die auf der rechten Seite stehen, die da angepackt werden müssen, um in die Ziele hineinzukommen, die diese Arbeitsgruppe erarbeitet hat. Ich glaube, das lohnt aber den Schweiß der Edlen. Vielen Dank, Herr Maurer. Vielen Dank.